magische Momente am Salbit. Da haben wir den Mond. Jetzt ein bisschen eine blöde Rinne hoch. Dann wirkt man sich an einer Kette hinauf. Da geht's dann hinauf. Da drüben kommt der Tag. So, dann haben wir einen Einstieg. Ein Stück geht's noch mit Bergstiefel und dann die Kletterschuhe. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. So, da oben ist die erste strenge Seillänge. Gibt es ein bisschen ein Gedränge. Gut. Ja, ich glaube, hinter uns haben wir niemals mehr. So, Onboard-Kamera am Salbit Süd. Hilft gar nicht mehr. Sau streng. Da drüben ist wohl ein Paradestück vom Südgrat. Wir haben drei Seilschaften vor uns. Das ist der Salbitzsche Westgrat. Da drüben das Damastock-Gebiet und hier die Abseilstelle vom Zahn. Eine gewöhnungsbedürftige Kletterei ein bisschen, oder? Ja, die Risse sind ein bisschen auch senkrecht. Ja, genau. Wenn ich dann gesagt bin, schon so. Ja, ein Stück Onboard-Kamera. Das ist eine abenteuerliche Kletterei.
Eine fotogene Seillänge hat es geheißen. Aber fotogen ist auch oft teuer erkauft. Also es ist hurra streng, das fotogene Teil. Die nächste fotogene Seillänge. Eine fotogene Seillänge. Die Schlüsselseillänge. Und zieh! Okay, komme! Ja! Fotogener Zwischenturm. Auf eine andere Art
fotogen. Also wieder fotogen hinauf. Das ist närrisch. Irgendwann hat man gar keine Lust mehr, dass es fotogen ist. Da hätten wir es gern leichter. Handling am Türmchen zum Abseilen. Dann geht es auf den nächsten Turm und dann geht es dann über. Blick durch eine Scharte hinüber zum Dammastock. Und jetzt ein Blick hinunter. Da ist die Abseilstelle. Die nächste fotogene Seillänge. Thank you.
fotogene. Eine fotogene Seiling. Der Rihi in der Gipfelwand. Ein fotogener Riss. Gipfelwand. Der geschmeidige Riss. Der geschmeidige Riss. Also so viele Piazzen wie hier habe ich mein ganzes Leben noch nicht gemessen. Rihi, Bergheil. Jetzt sieht man ihn, den ganzen Südgrat. Einstieg, das Couloir, das Wiesenband, der Zahn, die Türme, die Gipfelwand. Doch, der Abstieg, da ist sie.